Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist richtig dunkel hier drin. Es regnet so fest. Und darum habe ich gedacht, brauchen wir wieder einmal ein Bauchworkout für euch, dass ihr an so einem verregneten Tag gar nicht raus müsst und einfach zu Hause ein Video machen könnt. Folgendermaßen, ich denke, wir machen 10 Minuten. Ich habe den Timer hier bereits gestellt. Wir machen immer 45 Sekunden mit 15 Sekunden Pause. Der Timer, den ich verwende, heisst Tabata Pro und er kostet aber ein bisschen. Aber es lohnt sich sehr. Wir machen 10 Runden, 10 verschiedene Übungen. Wir machen die komplett spontan. Also ich habe keine Ahnung, was wir jetzt in den nächsten 10 Minuten machen. Aber das ist doch das, was am meisten Spass macht. Und darum starten wir mal. Also ich würde sagen, wir starten mit meinem absoluten Klassiker. Das ist das 90 Grad Klappmesser. Ich tue euch den Timer ein bisschen an, dann seht ihr ihn ein bisschen auch. So. Also, wir haben zuerst 10 Sekunden. Ihr tue die Knie anwinkeln und Ellbogen auch. Und dann immer Knie und Ellbogen berühren. Genau. Schaut, dass ihr ausschnauft, wenn ihr hochkommt. Und dass ihr den Rücken die ganze Zeit am Boden habt. Je mehr Kraft ihr habt, desto weiter hoch könnt ihr da mit dem Oberkörper kommen. Die, die wollen, können sich da auch ganz abheben. Aber es reicht eigentlich, wenn ihr den Rücken am Boden lehnt. Und wenn es schwierig sollte, nehmt bitte einfach die Knie näher dafür und macht mit dem Oberkörper nicht ganz so eine grosse Bewegung. Gut ausschnaufen, sollte schon relativ fest ziehen. Wir haben es gar geschafft. Gut. Für die nächste gehen wir auf eine Art von Leg Raises. Und zwar hätte ich gesagt, auch hier schauen, dass ihr den Rücken am Boden lehnt. Und wir tun immer Beine überkreuzen. Den Kopf könnt ihr unterstützen, könnt ihr aber auch ablegen, wie es euch recht ist. Und achtet euch bitte auch darauf, dass der Rücken komplett am Boden ist. Je weiter runter, dass ihr da kommt mit den Beinen, desto schwieriger ist es. Je weiter oben, desto einfacher. Lasst euer Ego hier ein bisschen zurück. Also wenn ihr merkt, es ist schwierig, es lupft mir hier den Rücken, dann tünt bitte die Beine weiter runter oder sogar anwinkeln. So, nach 10 Sekunden. Es müsste echt brennen, weil bei mir brennt es wie eine Sau. Huh, und es geht warm. Gut. Oh! Es waren erst 2 Minuten gewesen. Also, Übung Nummer 3 gehen wir seitlich. Und zwar kommen wir in einen seitlichen Plank und wir kommen hoch und tief. Gut. Und los. Hoch und tief. Wenn das schwierig sein sollte, kommen wir hier bitte auf die Knie und einfach über die Knie anstossen. Aber wir probieren es. He? Genau. Schauen, dass ihr hier gerade bleibt. Ellbogen, Schultern, Hüften und Fußgelenke sind in einer Gerade. Ihr könnt die Füße auch voreinander nehmen. Das ist völlig euch überlassen. He? Gut. Schnaufen. Die Hüfte richtig aufdrücken und probieren die Vollbewegung auszureizen. Also nicht kleine Bewegungen machen, gut, sondern so grosse wie möglich. Jetzt machen wir gerade die andere Seite, bevor wir es vergessen. Gell? Also auch wieder Füße so, wie es für euch bequem ist. Gut. Und los. Wenn ihr am Anfang noch Mühe habt, um hier die Stabilität zu haben, könnt ihr auch die Hand öffnen. Das hilft. Und schaut wirklich darauf, dass die Schulter hier geöffnet ist und dass ihr nicht so da unten sind. Sondern das Ohr richtig weit weg von der Schulter. Genau. Richtig aufpressen. Und was ich auch viel gesehen habe, ist, dass die Leute hier mit den Waden am Boden bleiben. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie sie das machen. Aber schaut darauf, dass ihr die Waden nicht am Boden habt. He? Also schnell berühren und geht wieder rum. Genau.
Übung kommen wir mit beiden Beinen drauf und wir probieren immer, einen Fuß abwechslungsweise zu berühren. Und ausschnaufen, wenn ihr hochkommt. Und ihr seht, ich liege unten nicht ganz ab. Also nicht abliegen und so ausschwingen, sondern immer die Spannung ein bisschen heben auf dem Bauch. Wenn ihr nicht so dehnbar seid, dann die Beine einfach beugen. He? Das spielt keine Rolle. Gut. Nach 15 Sekunden. Das schaffen wir. Aber man merkt sie. Gut. Oh mein Gott. Rest. Oh mein Gott. Also, nächste Scheibenwischer. Wir kommen mit den Füßen abwinkeln, oder besser gesagt mit den Knien abwinkeln und berühren immer einen Fuß. Jetzt je weiter vorne, dass ihr die Füße habt, desto schwieriger ist es natürlich und je näher, desto einfacher. Also ihr könnt selber bestimmen, wo ihr eure Füße wollt. Oh, ich hoffe, euch tut es auch so weh wie mir. Oh, aber wir ziehen durch, es sind nur 10 Minuten. Und jetzt sind wir ja schon in der sechsten drin. Schaffen wir schon. Probieren, den Nacken gerade zu halten und wirklich aus dem Bauch raus schaffen. Den Nacken so gut wie es geht entspannen. Noch 4, 3, 2, 1. Ah! Gut. Nächste. Oh mein Gott, 10 Sekunden, 10 Minuten können so streng sein. Wir kommen ganz gestreckt. Ich komme mit einem Bein drauf und klatschen unten durch. Genau. Auch da, wenn das nicht so geht, Bein einfach anwinkeln oder da am Boden bleiben. Aber auch da, den Rücken in den Boden nie drücken. Probiert euch ganz strecken hinten durch. Das macht es noch etwas schwieriger. Genau. Super. Und möglichst ohne Schwung. Schnaufen nicht vergessen, wir haben noch 10 Sekunden. Gut. So, nächste. Kommen wir. Sie sehen nicht so schwierig aus, aber sie brennt mit der Zeit. Liegend, Beine angewinkelt. Ich komme mit einem Bein am Boden und lupfe dann die Hüften auf. Nur mit dem Fersen den Boden schnell berühren, Hüften anheben. Und achtet euch bitte darauf, dass wenn ihr die Hüften anhebt, dass die Knie nicht nach hinten kommen. Also nicht so, sondern gerade drauf. Genau. Es kann sein, dass es am Anfang noch nicht so gut geht. Da braucht es sehr viel tiefe Muskulatur. Einfach so, wie es geht. He? Nicht forcieren und nicht mit Schwung. Probieren, aus der Kraft heraus zu schaffen. Gut. Oh. Nächste. Wir kommen in Crunches. Die Beine anwinkeln. Wenn ihr mögt, könnt ihr es sogar draufnehmen. Und von da aus boxen wir immer links, rechts und kommen wieder tief. Dann die andere Seite boxen. Box, box und wieder tief. Genau. Wie gesagt, die wollen, können die Beine anwinkeln. Oh, aber es ist einfach sehr streng. Genau. Das Schnaufen kann euch extrem helfen. Oh mein Gott, ich muss auch wieder abstellen. Ja, richtig reinboxen. Lasst euch Aggressionen raus. Gar geschafft. Gut. So,
Jetzt sind es entweder noch eins oder zwei Übungen. Bin mir nicht ganz sicher. Komm nie raus bei diesem Timer. Also, ich würde sagen, oh mein Gott, was machen wir? Wir machen Beinbeugen, strecken, wieder beugen. Auch da kommen wir nicht zurück ausruhen, sondern nur so weit zurück, dass es streng ist. Genau. Plus schauen, dass wenn ihr streckt, dass euch da nicht der Rücken läuft. Der Rücken bleibt jederzeit am Boden. Ich kann auch hier ein bisschen hochkommen. Das macht es noch ein bisschen einfacher. Sehr gut. So, wenn wir Glück haben, ist die letzte Runde. Noch 12. Ich mache das gut. Ohne Bescheissen. So was immer. Boah, fertig! Session complete. Das war der erlösende Ton. Boah. Habt ihr das Gefühl, ich habe jetzt ein Sixpack? Oh mein Gott! Boah, ich staune immer wieder, wie streng das 10 Minuten sein können. Aber umso lässiger. Hey, ich mache gar nicht mehr zu lang. Danke vielmals, habt ihr mitgemacht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr sonst irgendwelche Videos wünscht, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare unten schreiben. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Plus könnt ihr da auch noch folgen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!